Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute reden wir über die Wirecard und noch besser über einen Wirecard-Put. 975% Verlust in einem Wirecard-Put. Was macht man denn, wenn man so eine Position hat? Was wir gemacht haben, jetzt im Video. Also, was ist eigentlich passiert? Der ein oder andere, der kennt ja die Firma Wirecard, die ist ja immerhin letztes Jahr in den DAX aufgestiegen, hat eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt und uns war die Aktie allerdings immer zu teuer. Ne? Also wir sind zu spät darauf aufmerksam geworden. Irgendwann haben wir dann gesagt, hey, Wirecard an sich eine tolle Firma, aber die ist uns zu teuer. Und die sind ja letztes Jahr, ich muss mal genau nachgucken, wann das war, die sind ja dann letztes Jahr im September in den DAX gekommen und danach ging es durchaus ein bisschen ordentlich nach unten. Die sind 37% gefallen. Dann hatten die so das erste Mal im November und dann nochmal im Dezember haben die so ein Tief getestet bei so ungefähr 125. Dann ging es im Januar mit nach oben und dann ging es ja los, dass da letzte Woche eine Meldung kam in der Financial Times. Ein Journalist, der einen Blog betreibt für die Financial Times oder in einem Blog der Financial Times schreibt, der hat eben gesagt, es gibt da irgendwelche Ungereimtheiten. Das soll jetzt aber auch gar nicht so richtig unser Thema sein. Jedenfalls, die Aktie ging nochmal ordentlich runter, so auf ungefähr im Tief 130 an dem Tag. Das war letzte Woche Mittwoch, schloss dann aber so bei ungefähr 145. So, was passierte? Die Optionsprämien gingen richtig, richtig hoch in den Keller. Nicht, die gingen hoch in den Keller, die gingen hoch in den Himmel. Also die sind richtig teuer geworden. Und das war für uns das Signal, dass wir gesagt haben, hey, okay, die ist jetzt auf einem vernünftigen Preisniveau. Wir fangen mal an und schreiben mal erste Puts. Und wir haben den ersten Put geschrieben, Cash Secured Put. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wo wären wir denn bereit, diese Aktie zu nehmen? Und wir haben einen 120er Put geschrieben. So, das war letzte Woche am Mittwoch im Laufe des Tages. War übrigens Seminar hier. Und wir haben es dann auch sogar hier noch den Teilnehmern gezeigt und gesagt, hey, hier machen wir jetzt einen Cash-Secured-Put. So, dann ist Folgendes passiert. Am Donnerstag ging es dann wieder ein ganz klein bisschen runter, aber da waren wir immer noch, Schluss kurz, ich mache euch den Chart hier auch rein, da waren wir immer noch irgendwo so im Bereich 145 etwa. Und dann kam am Freitag nochmal eine Meldung der Financial Times. Die haben im Grunde genommen nochmal das vom Mittwoch wiederholt. Haben also gesagt, okay, das stimmt, was da ist und da gibt es eben Untersuchungen in Singapur, bla bla bla. Und dann hat die Aktie nochmal richtig Gas gegeben. Warum? Weil auch die Firma sich nicht gut dazu geäußert hat. Ne? Also die haben ein bisschen falsches Management da in der Kommunikation betrieben. Wir werden übrigens morgen auf dem Jens Rabe-Kanal auch ein Video zu dem Thema, zu Wirecard speziell, jetzt mal hochstellen. So, und jetzt passierte Folgendes, jetzt ist die Aktie richtig eingebrochen an dem Freitag. Ne? Und das war eine wirklich heftige Bewegung. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hierbei um einen DAX-Wert. Und die Aktie hatte einen Tageshoch von, jetzt gucke ich ganz genau drauf, 151,40 und ein Tief von 99,86. Das heißt, wir reden über 30% Kursrückgang an diesem Tag. So, und jetzt waren natürlich unsere 120er Puts, könnt ihr euch vorstellen, tief, tief im Geld. Und wir haben es ausgerechnet und ich versuche mal hier euch den Chart auch mit des Puts mit reinzumachen. Der hat sich von wir haben den für 200 Euro verkauft, hat er sich verändert auf 21,50. 21,50, ne? Also fast eine Verzehnfachung, nicht ganz, aber fast eine Verzehnfachung. Das waren ganz genau 975% Minus, was wir jetzt in diesem Put hatten. So. Und jetzt wäre der eine oder andere sicherlich in Panik geraten und gesagt, Gottes Willen, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ne? Und wir haben gar nichts gemacht. Warum haben wir nichts gemacht? Zwei Gründe. Grund Nummer eins, und das war der hauptsächliche Grund, wir hatten einen Plan B. Das heißt also, das war jetzt kein Trade nach dem Short-Put-System, wo man also Prämien verkauft, oder wo man Optionen verkauft, um nur Prämien einzunehmen. Warum? Weil diese Aktie an dem Tag, als wir das gemacht haben, nicht unsere Kriterien erfüllt hat. Ne? Sie war also nicht für die Leute, die das kennen aus dem kleinen Kundenseminar und so weiter, sie war eben nicht über den 21er Moving Averages, zumindest nicht im Tageschart. Da war sie nämlich am Mittwoch darunter gefallen und deswegen fällt sie da von uns vorneweg mal raus, sondern wir haben es gemacht nach dem Cash Secured Put System. Das heißt, unser Plan B war,
wenn wir die Prämie nicht verdienen, diese 200 Euro Prämie, die wir hier nicht verdienen, dann nehmen wir die Aktien einfach bei 120. So, und das war für uns ein Preis, wo wir sagen, zu diesem Preis sind wir bereit, die Aktie zu nehmen. Und es ist ja immer so, wenn du eine Aktie kaufst, musst du davon ausgehen, dass sie vielleicht danach auch fällt. Ne? Das ist okay, so ist es nun mal. Für uns ist das ein langfristiges Investment, zumindest Stand heute jetzt in dem Moment, das Video aufnehme. Das kann natürlich in den nächsten Tagen, sollte sich dann doch jetzt irgendwas herausstellen, verändern, das werden wir jetzt sehen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, diesen Trade, haben wir gesagt, okay, das ist ein langfristiges Investment, wir schreiben eine Cash Secure Put. Unser Primärziel ist es, die Prämie zu verdienen, aber wenn wir die Aktie eingebucht bekommen, dann nehmen wir eben auch die Aktie. So, das war also der Grund Nummer 1, warum wir nicht in Panik geraten sind. Und Grund Nummer 2, und der ist auch wichtig, wenn sowas passiert, ne, ihr könnt euch vorstellen, wie sehen dann die Spreads aus? Das heißt, die Spanne zwischen Ankauf und Verkauf. Die sind vielleicht bei einem DAX-Wert normalerweise so und auch entsprechend oder vielleicht auch so und auch entsprechend bei den Optionen. Wenn aber sowas passiert, dann gehen die so hier aus dem Bild. Also die werden immer größer. Und da ist dann manchmal das Beste, man macht überhaupt nichts. Ne? Man macht überhaupt nichts, man wartet erstmal ab, weil egal wie sich die Aktie jetzt weiterentwickelt, aktuell, als ich das jetzt hier gerade aufnehme, ist die Aktie bei 121,35, sie ist knapp 12% im Plus heute. Also wir werden jetzt wieder sogar aus dem Geld, geschlossen hatte sie mit 108, wo wir also im Geld waren. Und das heißt also, an so einem Tag ist es manchmal besser, gar nichts zu machen. Wer will, kann sich immer noch ein bisschen hedgen, ne? Stichwort Delta-Hedging, also verkauft vielleicht ein paar Aktien leer, aber wichtig hier Delta-Hedging, also wirklich nur so wie das Delta ist, in dem Fall ein bisschen weniger. Aber ihr müsst euch das immer vorstellen an so einem Tag, das Gummiband ist wahnsinnig überdehnt und das wird zurückschnappen. Das heißt nicht, dass es definitiv schon das Tief war, das kann jetzt auch weitergehen, das werden die nächsten Tage zeigen. Das ist jetzt Glaskugelleserei, jetzt zu sagen, das war das Tief oder das war nicht das Tief. Ne? Aber dass man an so einem Tag dann nicht in Panik verfallen sollte und seine Optionen dann zu völlig überteuerten Preisen rausschmeißt, ne? Das sollte auch jedem bewusst sein. Und das geht aber eben wieder nur, und da kommen wir wieder zu dem, was ich ganz, ganz häufig hier schon in diesem Kanal gesagt habe, wenn ihr eure Positionsgrößen im Griff habt. Und wenn ihr eure Positionsgrößen im Griff habt, dann habt ihr auch eure Gefühle im Griff. Das heißt, dann werdet ihr gar nicht panisch. Wir haben mehrere dieser Puts gehabt auf verschiedenen Konten und in keinem dieser Konten hat das wirklich zu einer dramatischen Veränderung des Kontostandes geführt. Ne? Also wir lagen ja pro Put, ich habe uns extra mal ausgerechnet, im Extrem, wenn man genau das Tief geschaut hätte, 1.950 Euro pro Put hinten. So, und das bedeutet natürlich wieder, in welchem Konto darfst du sowas machen? Darfst du so etwas in einem 5.000-Euro-Konto machen? Nein, darfst du nicht, weil 200 Euro Prämie in einem 5.000-Euro-Konto eben 4% sind. Und das ist verrückt, wenn du sowas machst. Ne? Machst du das aber in einem 50.000-Euro-Konto, dann ist das nicht schön. Okay, dann ist das nicht schön, aber dann ist es auch nicht schlimm. Dann geht dir auch die Welt nicht unter, wenn du da mal am Ende des Tages in einer Position 2.000 Euro hinten legst. Ne? Und da wir es als Cash Secure Put gemacht haben, gesagt haben, okay, wir wären auch bereit für 120 diese Aktien zu kaufen, das sind immerhin 12.000 Euro, haben wir das nicht mal in einem Konto gemacht, was kleiner ist als 100.000 Euro. Das heißt also, der Trade kann immer mal schief gehen, ein Trade kann immer mal gegen euch laufen. Entscheidend ist aber nicht, ob der Trade gegen euch läuft, sondern ob der Trade zu eurer Kontogröße passt. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir werden sehen, wie es bei Wirecard jetzt weitergeht. Wie gesagt, schaut morgen mal in den Jens Rabe-Kanal rein. Da werden wir was Aktuelles machen zu dieser Aktie. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video hier. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Erfahrungen mit dieser Wirecard oder überhaupt mit solchen Dingen mal gemacht habt. Wart ihr vielleicht jetzt hier bei Wirecard dabei oder bei irgendeiner anderen Aktie, die es kürzlich mal durch irgendetwas zerlegt hat? Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns wieder diese Woche im nächsten Video, morgen auf dem Jens Rabe-Kanal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.